Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Destiny. Wir befinden uns auf der Erde in Alt-Russland, hier am Kosmodrom, und haben jetzt die Aufgabe, ein abgestürztes Hüterschiff zu finden, um Teile für unser Schiff zu finden, um es ein bisschen abzugraden. Hier haben wir nochmal die Aufgabe, untersuche das abgestürzte Hüterschiff. Genau, in den Steppen. Und da hinten haben wir schon gesehen, gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber doch, jetzt seht ihr das garantiert. Und wie ich sehe, ich habe jetzt eben vorhin die Aufnahme gestoppt beim letzten Mal und jetzt wieder neu gestartet, bin wieder ins Spiel rein. Hab das Level jetzt gestartet nochmal. Und die Gegner, die sind jedes Mal anders. Also das ist nicht gleich, das ist zufällig. Das letzte Mal standen hier Soldaten, Aliens und nicht diese fliegenden Roboter. Also das ist auch immer wieder anscheinend ein bisschen was anderes. Wir versuchen jetzt mal in die Richtung zu kommen, oder? Vielleicht mit einem präzisen Schuss, die da schon mal außer Gefecht zu setzen. Das ist gut. So geht das. Aha, ja, da habe ich schon einen aus seiner Deckung rausgelockt. Ah, wir gehen mal hier am Rand. Das sieht ja auch cool aus. Kann man hier runterfallen? Sollte man vielleicht nicht testen. Ich würde es gern wissen, aber. Okay, ich teste es nicht. Sieht aber cool aus, auf jeden Fall. Habe ich ja schon oft erwähnt. Ja, so, wir sind ein Drittel vom Level 2 haben wir. Jetzt müssen wir hier ein bisschen auf die Munition achten. Mit der Waffe haben wir ja nicht so viel. Bin mal gespannt, wie die hier auf der Entfernung wirkt. Ah, die kann auch schon einiges und da haben wir natürlich mehr Schuss. Die habe ich ja extra gewählt, weil die höchste Durchschlagskraft hatte. Die Feuerrate ist niedrig. Also da kann man jetzt nicht enorme Salven. Oh, hier geht's runter. Oh, ich habe mich erschrocken. Erschrocken. Habe ich mich. Habe ich ihn erwischt? Ja, er brennt, er brennt. Und wir müssen daran denken, wir haben jetzt auf schwer geschaltet. Da ist doch irgendwas. Oh, da ist ein Raumschiff gelandet. Da werden uns auf jeden Fall noch Gegner erwarten. Erstmal hier Munition einsammeln. Okay, grün ist Munition für die andere Waffe. Grau ist. Da, jetzt haben wir hier nämlich. Das ist gut. Hier haben wir auch noch was eingesammelt. Verfolger 1.C. Die Möglichkeit mal kurz. Was ist da hinten? Ah, okay, das scheint was zum Abbauen sein. Wir gucken gleich mal. Gerade mal in das Inventar. Was wir hier eingesammelt haben. Okay, das erfordert Stufe oder eher gesagt Level 3. Hier haben wir bestimmt irgendwas schon mal Erz oder so. Drehmetallplatten sammeln. Das ist gut. Damit können wir uns dann wahrscheinlich später selber irgendwas basteln. Wo es hier was zum Sammeln gibt. Ich sehe aber keinen. Da sind sie, da sind sie. Ja, direkt aufmerksam geworden. Oh, und schießen auch direkt. Aber die Waffe hier ist echt genial. Ah, da kannst du. Den Rest hier machen wir mit der hier. Oh. Den haben wir gut weggesprengt. Sehr gut.
vergessen immer das hier schön einsammeln, der Munition. Jetzt den Geist mal einsetzen. Guck, was es zu retten gibt. Die Elektronik ist komplett hinüber, aber ich kann die letzten Übertragungen rausholen. Okay, mach das. Sie konnten hier einen alten Info-Hub wiederherstellen. Unten in den Tunnel. Das sollten wir uns ansehen. Okay. Machen wir das doch glatt. Vorne waren doch eben, ja, da blinkt was auf. Das sind auf jeden Fall hier Gegner irgendwo. Eliminieren. Oh, er hat seinen Kumpel auch mit dabei gehabt. Aber das machen wir doch mit links. Haben wir ihn erwischt? Boah. Jetzt muss ich aber langsam aufpassen. Ach Mist. Mist, 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 Mist. Na komm schon, komm, 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 den haben wir. Gut. Oh, da ist noch einer, da ist noch einer. Ich sammle hier fröhlich. Da landet irgendwo noch ein Raumschiff, oder? Ich hab doch was gehört. Die Musik, leiser, wenn das geht. Ey, Helligkeit, Sprache. Stimmwiedergabe, okay. Gemischt wieder machen, wenn ich später mal mit anderen spiele. Und jetzt gucken wir mal hier, Tastenbelegung, aber anscheinend kann man das hier nicht ändern, vielleicht später in einem anderen Menü. Na gut. Ob es hier irgendwas gibt. Toten Geist wiederbeleben, oh. Neue Karte erhalten. Da müssen wir uns auch mal, muss ich mich mal bei Bungie informieren, wofür die sind. Das weiß ich noch nicht. Da haben wir jetzt ja schon ein paar bekommen. Was? Ah. Okay, da haben wir anscheinend die Munition ist voll. Hallo? Ist hier jemand? Hier ist niemand. Also besser für euch. Oh, 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 ich glaube, ich höre jemanden. Ich höre irgendwas. Irgendwas ist hier unten. Oh, da muss ich auch hin. Total erwischt. Vollkommen drauf. Eine Karte des gesamten Gebiets. Ah ja, okay. Es war doch keiner mehr hier. Na gut. Glück gehabt.
So, dann guck dir mal die Karte an oder lad sie runter. Wir brauchen unbedingt einen Warp-Antrieb, damit wir zu jedem Planeten oder Mond springen können. Den meisten jedenfalls. Unsere einzige Hoffnung liegt am Fundort unseres Schiffs. Wir müssen zurück. Ah, super. Okay, die Karte sieht ja ganz schön, sieht ja schon groß aus, wie die im Verhältnis wirkt. Die Karte anzeigen lassen. Ja, okay. Jetzt gehen wir erstmal raus. Nicht, wenn Licht flackert. Boah. Junge, Junge, habe ich mich gerade vor meinem eigenen Schatten erschrocken. Schön schreckhaft. Kam aber auch so plötzlich. Wir sind voll. Na gut, dann gehen wir mal zum eigenen Schiff. Haltet die Augen auf, wenn ihr irgendwo Drehmaterial, also Metall. Aber mal richtig übel. Ah, so haben die keine Chance. Aber da versteckt sich noch einer hier. Ha, voll das Knie weggeschossen. Na komm. Du auch. Ich glaube, dann war's das. Oder ist da noch ein... Ah, da ist noch so ein Flugding. Den machen wir so, den machen wir so. Aber da ist noch einer. Hat ihn nicht interessiert. Boah! Boah, weg da. Junge, Junge, Junge. Gut versteckt. Gut versteckt. Also hier muss man aufpassen. Hier, die kommen nicht alle einfach so mal eben zum Vorschein. Da haben wir was. Da haben wir doch ein bisschen Drehmetall. Das wächst hier einfach so auf der Erde. So, hier runter? Nee, kann ich. Wow! Wow, 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 wow. Okay, ich habe noch keine Granate. Du Blödmann, ihr habt mich ja echt erschrocken. Ha, echt cool. Die KI finde ich schon ganz in Ordnung. Die versuchen zumindest, sich irgendwie hier ein bisschen im Terrain zu verstecken. Auffüllen, wo müssen wir denn hin? Wenn das geht. Was ist das hier? Kann man nicht aufheben, okay. Oder so. Hä? Komm ich da hoch? Weiß ich nicht. Kommt man da hoch? Ich lauf mal. Versuch mal hier mit Anlauf hier hochzukommen. Aber ich glaube... Nee, das klappt nicht. Okay, wir müssen hier anders lang. Ja. Nehmen wir die Treppe. Okay. Hat ja keiner gesehen. Gemacht hab. Hat doch keiner gesehen. Was machst du denn da wieder unten, hä? Da tauchen die einfach wieder auf. Wollten sich wohl von hinten anschleichen. Ganz ruhig. Ah, okay. Ah, wir lassen ihn erstmal. Lassen wir mal gucken, ob die uns folgen. Mit denen wären wir auch fertig, wenn die uns von hinten angreifen. Das kann Thank you.
Förster 2.1. Toll, toll. Vielleicht können wir die anziehen. Okay, da sind wir wieder. Scanne nach dem Warp-Antrieb. Schlechte Neuigkeiten. Ist schon in gefallenen Händen. Na super, das war ja klar, dass wir uns den rausboxen müssen. Kein Problem. Immer schön die Nerven beisammen halten, ruhig bleiben. Hoffentlich bist du bereit. Du hast eine Dunkelheitszone betreten. Wenn du in einer Dunkelheitszone... Kehrst du zurück? Okay. Jetzt habe ich nicht alles gelesen, was da steht, aber egal. Wir sind anscheinend in so einer Art, so, ich nenne es mal Distanz, weil wir haben jetzt einen eingeschränkten Wiedereinstieg, okay? Das heißt, ich glaube, das werden wir spätestens sehen. Ja. Ah, komm raus. Ich hab euch alle im Visier. Okay, jetzt bloß nicht panisch reagieren. Wow. Hab ich einen erwischt? Wo ist er hin? Dann verstecken die sich gut. Ja, die sind... bewegen sich echt gut. Also das ist nicht so, dass man dann... dass sie irgendwo hinter der Ecke verschwinden und man weiß ganz genau, wo die sind. Ich finde das gut gemacht. Ja, aber mit mir könnt ihr hier nicht so Spielchen machen. Wow. In den Mauern. Ja, okay. Der ist nicht so... Alles klar. Freunde, Rückzug. Ich hab Angst. Der kommt. Huh. Okay, steht der jetzt? Oh Mann. Die blöden Waffen von denen gehen auch noch um die Ecke. Ja, jetzt wird es auch noch eng mit der Munition. Ganz gut. Oh, was ist das? Verfolger 1.0, okay. Oh, wir müssen hier weg. Der ist echt böse drauf, der Typ. So, wir haben kurz Zeit. Okay, wir können keinen anderen Helm anziehen. Schade. Oh, ob das eine gute Idee war, hier direkt mal auf schwer anzufangen. Das wird sich noch herausstellen, Freunde. Das. Werden wir noch sehen, ob das so eine gute Idee war. Ist natürlich alleine hier alles ein bisschen schwieriger. Boah, der hat da hinten einen Wumms drauf. So. Keine Munition mehr. Das ist nicht gut. Jetzt so vom Weiten auf den zu feuern. Ja, den haben wir getroffen mit der Granate. Voll in. In your face. Auf geht's. Rixis heißt er. Junge,
kriegt er überhaupt hier ein bisschen Munition? Ich glaube, ich treffe den gar nicht. Da war ja klar, dass jetzt noch ein paar neue. Okay, jetzt machen wir wieder mal den taktischen Rückzug. Au, 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 au. Das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Ah, komm raus, weil da lassen die dann wenigstens wieder Munition fallen und vielleicht auch ein bisschen. Wow. Verdammt, da ist die Granate abgeprallt an dem. Komm, 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 komm. Ah, jetzt ist er da hinten in der Ecke. Oh! Warum habe ich jetzt diese Munition bekommen? Ist es mir egal? Habt ihr das gesehen? Ich habe wieder volle Munition. Ob das so vom Spiel gewollt ist? Ist das hier die Bonusrunde jetzt? Ah, das tut weh, mein Freund. Das tut richtig weh hier. Okay, der hat echt. Ihr habt echt Nerven. Wisst ihr das? Da war da doch noch einer von denen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Der hat schon. Oh, jetzt haben wir ihn gleich. Jetzt haben wir ihn gleich. Oh nein, keine Munition. Na gut, aber dann wären wir jetzt mit ihm fertig. Habe ich sie erwischt? Brennt. Na komm schon. Ja, eine schnellere Waffe wäre hier in manchen Situationen jetzt vom Vorteil, aber ich glaube, dadurch, dass die hier einen guten Wumms hat. Oh, verdammt, ich muss hier weg, aber wollte eigentlich ein bisschen Munition einsammeln, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Gibt's hier irgendwo was? Nee. Na gut, ich krieg den. Den kriegen wir. Der hat jetzt nicht mehr viel. Einfach. Boah. Oh, nein, 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 nein. Ist der tot? Boah. Das war knapp. Jetzt hatte ich ein kleines bisschen Panik gekriegt, Freunde. Aber wir haben. Huch. Du hast gerade einen Archon erledigt. Boah. Das könnte die Gefallenen schwer treffen. Und wir haben einen Warp-Antrieb. Jetzt können wir zum Mond. Ich muss dich zum Sprecher bringen. Ah, super. Da habe ich mal gut Panik gekriegt gerade. Aber ich habe ihn anscheinend doch noch getroffen. Ein bisschen Munition wieder hier einsammeln. Kodiertes N-Gramm? Okay. Nein, ich wollte noch nicht zurück. Ich wollte doch noch nicht. Ich wollte gucken, was es da gibt. Ich habe nur eine Prämie. Verfolger 1.0. Okay, das war, glaube ich, gut. Das war gut. Das hat ja geklappt. Na, man gewöhnt sich schwer. Ich weiß nicht, wie es jetzt auf leicht gewesen wäre, wie leicht er gewesen wäre, aber ich denke mal, auf schwer ist das auch das Ganze ein bisschen spannender, oder?